Hast du schon mal etwas von einer Quintane gehört? Eine Quintane ist ein Trainingsgerät, was man benutzt hat, um Ritter in ihrer Ausbildung zu trainieren. Es ist ein Gerät, was es schon bei den alten Römern gab, wo man Lanzenstechen trainiert hat. Eine Quintane, wie beispielsweise hier in diesem Buch, haben wir eine Abbildung, du kannst das hier sehen, ist ein Gerät, das ist ganz einfach, das ist einfach ein senkrechter Stab oder eine Stoffpuppe, Holzpuppe, Strohpuppe und oben drüber ist ein Querstab angebracht und an diesem befindet sich auf der einen Seite ein Schild, gegen den mit der Lanze angerannt werden muss und auf der anderen Seite befindet sich ein Gegenstand, ein Sandsack, ein Aschesack, eine Bleikugel oder hier bei dieser Playmobil-Figur sogar ein Morgenstern. Und wenn jetzt der Ritter vorwärts geht auf dem Pferd mit der Lanze, dann trainiert er, um den Schild zu treffen. Das ist die erste Herausforderung. Er muss erstmal lernen, vom Pferd aus den Schild zu treffen. Er trifft den Schild, reitet weiter und durch den Aufprall wird diese Quintane in Bewegung gesetzt. Sie dreht sich und dieser Aschesack oder hier dieser Morgenstern kommt jetzt von hinten und schlägt mit voller Wucht, wenn der Reiter nicht geübt ist, ihm ins Kreuz, wirft ihn vom Pferd, verletzt ihn womöglich. Das heißt, er rennt gegen dieses Hindernis an und sofort gibt es eine Attacke von hinten. Das ist ein geistlich interessantes Bild. Denn sehr, sehr viele Christen leben in einer ganz ähnlichen Situation. Wenn sie im geistlichen Kampf vorwärts gehen, ist das so wie ein Anrennen gegen diese Quintane. Der Feind ist sozusagen unsere Trainingsfigur. Man reitet vorwärts, trifft den Schild und sofort dreht sich das Gerät. Und wenn man nicht geübt ist, trifft es einen am Rücken. Viele Christen erleben genau das. Sie sagen, ich gehe vorwärts für den Herrn, in Fasten, in Beten, in einem evangelistischen Einsatz. Ich will etwas tun für ihn. Ich bringe Einsatz für das Reich Gottes. Und sofort gibt es eine von hinten. Jedes Mal, wenn ich etwas für Gott tue, wird mir eine reingewirkt. Jedes Mal gibt es ein Problem. Das erleben sehr viele Christen, weil sie das Prinzip nicht verstanden haben, dass sie selber es sind, die durch ihr Vorwärtsgehen im Grunde genommen diese Gegenreaktion auslösen. Und wenn du nicht geübt bist, dann triffst du zwar den Feind, aber wenige Augenblicke später bekommst du eine von hinten in den Rücken und es wirft dich im schlimmsten Fall vom Pferd. Es verletzt dich vielleicht. Es bringt dich zumindest aus dem Gleichgewicht. Und unsere Aufgabe ist, zu lernen, nicht nur den Schild zu treffen, das heißt nicht nur den Feind zu attackieren, sondern auch dem automatisch immer erfolgten Gegenangriff zu entgehen, indem wir das von vornherein mit einkalkulieren in unser Vorwärtsgehen und wissen, es wird etwas kommen und ich weiche dem aus. Ich treffe von vornherein durch Beten, durch einfach, indem ich es weiß, Vorsorge und entziehe mich einfach diesem Sandsack oder was immer da kommen mag und lass den Schlag ins Leere gehen. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Viele Christen haben aufgehört, im geistlichen Kampf vorwärts zu gehen, weil sie müde sind von diesen ständigen Schlägen ins Kreuz. Ja, von diesen ständigen Rückschlägen. Aber wenn du verstehst, dass das automatisch dazugehört, dann kannst du dich trainieren und kannst geübt werden und kannst geistlich deinen Kampf weitergehen und kannst lernen, wirklich effektiv und erfolgreich gegen den Feind voranzugehen. Und ich möchte dich einladen, nicht aufzuhören in deinem geistlichen Kampf, sondern dran zu bleiben. Lauf weiter gegen die Quintane an. Lerne, dem Sandsack zu entgehen. Lerne, die Schläge ins Leere gehen zu lassen. Lerne, dich zu trainieren und bleib dran. Ich glaube, wenn du weiter vorwärts gehst, dass Gott viel, viel mehr für dich hat.